So. Huch. Kommt der denn her? Draki. Ah, ein Draktür. Natürlich. Gut, dann, ich glaube, dann machen wir tatsächlich erstmal die Quest hier mit dem hier. Mit, Hallo. Mögen eure Reisen sicher sein. Was in Gottes Fuck bin ich gerade gesehen wesen, Alter? Was kann ich für euch tun? Das ist die einzige Möglichkeit, dass Harry überhaupt mit mir spricht. Ich muss diese blöde Maske die ganze Zeit aufbehalten. Seid vorsichtig. Kann ich euch helfen? Harry hat gesagt, dass ich seinen Bomber nehmen dürfte, um zu Balegun zu kommen. Bin bereit. Man sieht sich. Wie ist die Frage, dass er seine Reise ohne Wiederkehr, was? Oh. Oh. Das ist ein kleiner Umweg, ne? Weißt du noch, als ich gesagt habe, dass es eine gute Idee war, das als erstes zu machen? Nee, war es nicht. Nee, war es einfach nicht. Ich hätte es einfach nicht machen sollen. So viel waren wir denn noch nach den Quest. Okay. Die führen alle zu dieser Questreihe plus hier. Und der ist bevor ein Herz ist. Ja, den machen wir dann als letztes. Das führt dann hier hinzu. Na gut. Ah, wir sind wieder hier. Rachsüchtiger Kavaliergeist, okay. Ich brauche ein Ziel. Ach so, dann doch nicht. Ich habe kein Ziel. Okay. Bringen wir die Toten noch mal um. Okay, dann hätten wir das auch erledigt. Was eine Flattenmacht da vorne. Mal gucken, was passiert, wenn. Möchte mal sehen, was passiert, wenn wir da jetzt wirklich hinkommen mit dem Teil. Was war das? Verlorene Schild, ja, das machen wir als letztes. Dann holen wir mal den Stab als nächstes. Tja. Oh, das ist schon ein schönes Gebiet. Wenn man die hässlichen Flecken ignoriert. Okay, ich habe es gerade richtig gesehen.
dass sie alle gerade rot waren. Betrachten. Ah. Okay. Okay. Also der hat sich entschieden, hier runter zu gehen. Oder war? Ich bin auf Gleichgewicht gegangen tatsächlich. Genau. Schade, greif mich nicht an. Wäre lustiges Easter gewesen, hätten sie mich da wirklich angegriffen. Oh, jetzt wäre dann wahrscheinlich zu hart zu programmieren. Das ist irgendwie unter Wasser? Nö. Oh. Ah, muss wahrscheinlich auch von hier aus rein. Ja. Wirkt die Jolling Sterling. Ah. Solange wir ihn nicht töten müssen, töten wir ihn auch nicht. Warum nicht kommen wir überhaupt an? Ach ja. Dann nehmen wir mal das gefrorene Herz. Gut, dann. Hi, Lied. Wie geht's so? Schön, dass du da bist. Tut mir leid, dass ich dich jetzt sehe. Tut mir leid, dass ich dich jetzt sehe. Ich, war gerade noch beschäftigt, ein bisschen. Mir geht's sehr gut. Heute steht ein bisschen, wie schon im Titel steht. Ich nehme jetzt noch diese Folge auf. Also, genau noch 5 Minuten oder so. Dann versuche ich Alas Asche zu bekommen. Und danach würde ich bei den Draktür, also würde ich meinen Draktür weiter ausrüsten und vielleicht später noch ein bisschen mit meinen, vielleicht später noch ein bisschen mit meinen, mein Todesritter ausrüsten. Mit Regenflight. Können wir dich einholen? Oh. Wie geht's dir so? Ist bei dir alles in Ordnung? Ja, machen wir dann später. Chicken. Ah,
Ah. Das klingt ja noch mal ein bisschen nach was. Hast du heute schon mal mehr geschafft als ich? Ich habe heute nicht viel geschafft. So, dann holen wir uns mal den. Holen wir uns mal diesen Stab. Ah. Wir sind heute wohl die Hortler unterwegs. Uch, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Ha. Na gut. So, dann müssen wir jetzt noch das Schiff erwischen. Was ist denn das für eine Quest hier? Hallo? Kette ich, danke. Ah. Okay. Moi Crew. Und ich hab einen Schild mitgehen lassen. Wir versuchen ihn, diese nichtsnutzigen, diebischen Landratten namens Soloth wieder wegzunehmen. Magst du uns dabei helfen, Har? Nu, wie du sehen kannst, werden wir eine Skelettcrew haben. Captain Alice lacht. Gnädige Schwesterlein wird einen neuen Pulverjungen brauchen, der sich an die großen Wunden drüben auf dem Pappdeck setzt. Denkst du, du schaffst das, ich mein Junge? Hilf mal, Krü, Solov um die Ecke zu bringen und wir teilen gemeinsam die Beute. Du kannst das Schild haben, wir und meine Crew und ich kriegen den Rest. Jo. Ei, wir haben Schwierigkeiten, Kamerad. Meine Kanäle sind am Meutieren. Meine Crew und ich haben an Deck versuchen, verseuchen haben müssen, Solov in den Hintern zu treten und gleichzeitig mit der Meuterkalonier rückfällig zu werden. Wirst mal nach unten gehen müssen und ihn im Meutern in Seehunde kümmern müssen. Nimm auch einen Schießpulver mit, wirst es für eine Wumme drüben auf dem Popdeck brauchen. Mit dir an der fetten Wumme und wird Solov sehr abnöbeln und die Beute freigeben. Machen wir. So. Aber das dann erst in der nächsten Folge. Tschüss, tschüss, auf Wiedersehen. Bye, bye.